Und jetzt sind wir im Teil 4, unserem letzten Teil in der Serie. Und jetzt geht es darum, unser Update zu bestätigen, so dass wir jetzt praktisch weitergeleitet werden, um auf unser Kartenmaterial zu kommen. So. Also, das bedeutet für uns jetzt erstmal den USB-Stick, den wir soeben ja gerade aus dem Auto wieder genommen haben. Stecken wir wieder in den Laptop. Wo ist denn der? Da. So. Wir können dieses Fenster jetzt schließen, weil hauptsächlich müssen wir auf der Fortseite jetzt arbeiten. So, das heißt, ich habe die Internetseite wieder auf und sage, ich habe die Software erfolgreich installiert. So, dann müssen wir hier zur Log-Datei navigieren. Die Log-Datei ist im Grunde genommen nur so eine Bestätigung, dass dieses Update durchgelaufen ist. So, das heißt, wenn wir unseren USB-Stick hier auswählen, versuche das mal so ein bisschen anschaulicher zu machen. Wo ist er denn? Hier. Also hier haben wir einmal unseren USB-Stick, wählen diesen aus. Und dann ist diese Log-Datei jetzt ein bisschen versteckt, aber das kriegen wir schon hin. Also, wir gehen in den Ordner Sync My Ride. Und dann ist hier eine Datei, wo auch die Fahrgestellnummer nochmal zu sehen ist. Und das ist die Datei, die wir haben wollen. Also, wir klicken diese einmal an und sagen Öffnen. Und das Update ist abgeschlossen. Jetzt ja unser Sync-Update bestätigt. Das sehen wir jetzt auch, dass hier ein Haken hinter ist und dass es jetzt aktualisiert ist. Jetzt können wir auch weitergehen und unsere Navigationssoftware zu aktualisieren. Jetzt haben wir auch die Möglichkeit, diese runterzuladen. Und das würde dann praktisch genauso wie beim Sync-Update funktionieren, dass wir unseren USB-Stick, den wir jetzt ja noch drin haben, hier das einmal wieder formatieren und also praktisch einmal leer machen. Die Datei, die wir dann runtergeladen haben, also vom Navigationssystem auf den USB-Stick wieder packen, dies wieder entpacken und dann mit dem USB-Stick wieder zum Auto, wieder in die USB-Dose reinstecken. Und das würde jetzt in dem Fall ein bisschen länger dauern. Wir haben hier jetzt eine Datengröße von 15 GB, das wird jetzt ungefähr Dreiviertelstunde dauern, bis das Update jetzt aufgespielt ist. Also man muss sich dann schon bewusst sein, dass das Auto dann so lange laufen muss. Nachdem wir das gemacht haben und das Update ist wie beim Sync, dass er dann einmal oben schreibt, Navigationsupdate abgeschlossen, nehmen wir den USB-Stick wieder raus und bestätigen das auch auf den gleichen Schritten, wie wir das jetzt mit dem Sync gemacht haben. Und somit ist das Auto up to date und auch die Navigation. Wem das jetzt alles vielleicht ein bisschen zu viel war oder nicht ganz mitgekommen ist, der kann uns gerne darauf ansprechen. Wir prüfen gerne nochmal, ob das Fahrzeug auf dem aktuellsten Stand ist oder gebracht werden muss. Und was wir natürlich auch hier durchführen können bei uns. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich bedanke mich und auf Wiedersehen. Tschüss!